Na guck mal, selbst in den Morgenstunden ballert noch die Quappe rein. Gar nicht schlecht, so eine Rolle Quappe. Und fürs nächtliche Angeln eigentlich immer auch eine gute Silberquelle. Na, schönes Ding. 2 Kilo noch auf dem Tauwurm. Zack, raus damit mit dem Köder wieder. Ich teste hier gerade seit ein paar Minuten erst. Was bin ich jetzt hier? Knappe 10 Minuten. Teste ich gerade hier 71-100. Einer der großen Klassiker ja hier auf der Map Wolchow. Ihr seht hier unten, das ist die Stelle. Und ich werfe ohne Clip einfach maximales Met raus mit einem 40 Gramm Blei. Das heißt, ich komme so circa irgendwo zwischen 25 und 30 Meter raus. Wenn ihr da unbedingt reinklippen möchtet oder euch vielleicht irgendwie eine Futtermische überlegen wollt. Ich stehe hier einfach so und habe hier angefangen mit 2x Tauwurm und 1x Fischfetzen und habe jetzt gerade nochmal geändert auf Mistwurm, weil ich mir dachte, Alter, vielleicht geht ja auch neben den Quappen nachts noch ein bisschen Brasse oder sowas rein. Kann man ja auch alles mitnehmen, warum auch nicht. Einfach mal schön auf entspannt rauswerfen, was na, so ein bisschen in Richtung Allround-Köder geht. Also gar nicht so ganz spezifisch. Ich würde hier halt jetzt gerade alles mitnehmen, was geht. Wir können ja mal kurz reinschauen ins Setup. Ich bin hier gerade mit meinen Feederrouten unterwegs und bin hier, na, ich sag mal so, von der Tragfähigkeit auf maximal eben 17,4 Kilo. Viererhaken groß, beziehungsweise hier müsste ich größer dran sein, genau 1,0er-Haken. Viererhaken groß, einfach mal so ein bisschen zum Testen. Und hier bin ich auch mit dem 1,0er. Also ich bin deutlich größer unterwegs. Doch, da ist auch was dran. Und ich glaube, das macht auch Sinn bei den Dingern. Vierer ist vielleicht dann doch ein bisschen zu zart. Ich hatte natürlich noch ein bisschen die Hoffnung, ob da nicht ein Aal reingeht. Jetzt geht eine Muschel drauf, Alter. Auf dem Fischfetzen. Auch nicht schlecht, der Prügel. Kann man machen. Aber auch da ändere ich mal eben auf 1er oder 1,0er. Komm, wir gehen, übertreiben es ein bisschen. 1,0er. Und ich baller nochmal den Fischfetzen raus. Das Schlimmste, was natürlich passieren kann, ist, dass auf diesem Setup dann ein dicker Wels drauf geht. Das ist wirklich das Schlimmste, was passieren kann. Von daher würde ich da auch gar nicht so ganz super zart reingehen. Denn, na, ich sag mal, wenn das so ein, alleine schon so ein 10, 15 Kilo Wels ist, da ist man da lange mit beschäftigt, bis man den quasi mit so einem Setup gelöst kriegt. Also in Gänze bisher, und wir haben glaube ich jetzt die Nacht so langsam rum, ja, es ist 6 Uhr morgens, jetzt klingt es nur noch so ein bisschen aus, jetzt wird es natürlich ein bisschen mau mit Quappen und Co. Heißt also, ich warte jetzt vielleicht noch so bis 10 Uhr und dann heißt es, testen, was denn hier so geht. Und da würde ich sagen, geht man dann ganz klassisch wieder auf die Z-Fische. Das dann natürlich am besten testen. Ich bin sehr gespannt, was da geht. Ich teste gleich natürlich und dann würde ich sagen, schalte ich da gleich am besten wieder rein. Tja, das ist natürlich praktisch, ne? Da kannst du hier schön tagsüber die Köder rausziehen, die du dann nachts wieder auf Quappe verangelst. Gar nicht verkehrt. Aber es geht eben nicht nur die untermaßigen Brassen rein, es gehen auch zum Teil Güster rein. Auch nicht so schlecht. Und, ja, bisher leider noch nicht ein Z-Fisch. Z-Fisch, ja, sonst klassisch auch immer mal wieder so auf Köcherfliegenlarve, Borkenkäferlarve. Alge habe ich bisher noch nicht probiert. So sieht es gerade aus. Die Nacht waren wir unterwegs. 2 Muscheln, das ist natürlich auch schön. Also das werde ich alles schön ködermäßig verarbeiten. Und es ballert gerade ganz gut auf Caster. Ich bin mit der Caster gerade ganz zufrieden, weil die Frequenz gut ist. Es geht hier schön einer nach dem anderen rein. Auf dem 12er Haken. Auch jetzt gucken wir mal eben das Tagessetup kurz an. Also das wäre jetzt so das Setup sozusagen für den Tag und ihr seht, auch hier könnte man deutlich feiner ran. Das heißt also, wenn du gerade im Levelbereich von 20 bist, baust dir gerade so dein Setup zusammen, wäre das halt durchaus eine Möglichkeit. Selbst mit dem Starter-Set kann man sich halt hier hinstellen. Kleines geflochtenes Vorfach habe ich jetzt hier dran, das dünne.
Und 12er Haken, Caster, 40 Gramm Blei wieder und gib ihm. Also ganz simpel zusammengebaut, damit das hier... Ja, wir gehen ja hier auch nur auf die kleinen Fische sozusagen, ne? Dann, wie gesagt, nachts die Quappen, das wird dann deutlich anstrengender. Auch wenn man hier mit dem Starter-Set stehen würde, wäre Quappe auf jeden Fall nicht so chillig. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich hier Brassenfuttermische reinballer. Weil doch recht viele Brassen da sind. Ich ändere nochmal den Köder. Gehe nochmal auf eine Made. Habe ich noch nicht. Das wäre halt auch nochmal eine Option, ne? Vielleicht einfach hier dreist Brassenmische reinballern. Es waren halt auch selbst auf Caster einige dicke Brassen. Also das wäre durchaus eben eine Möglichkeit. Dann hier, wobei das sind halt, ist halt alles für die Nacht eher, ne? Auch Brass ist halt eher nachts. Deswegen ist das eigentlich auch nicht so ideal. Aber wenn die Dinger hier ein paar Gramm mehr hätten und so im Kilobereich wären, also die andere Färbung schon hätten, wäre es kohlemäßig deutlich besser, ne? So. Zack, zack, zack. Lübt. Ja, so soll das sein. Wie gesagt, wenn man mal wieder Bock hat auf Frequenz, ist das, glaube ich, hier eine ganz gute Stelle. Kohlemäßig haut es dann natürlich bisher am ehesten auf in der Nacht halt rein, auf die Quappen. Ganz anderes Ding. Ja, ich teste nochmal was ganz anderes. Tja, schade. Getestet, nicht gut gewesen. Was habe ich getestet? Ich wollte auf jeden Fall nochmal gucken, ob nicht Aaland zum Beispiel reingeht oder vielleicht doch ein bisschen mehr Döbel. Also Grashüpfer reingeballert, Mistkäfer reingeballert und Maikäfer reingeballert. Muss man natürlich auch mal testen, wenn man doch schon hier rumsteht und den halben Vormittag hier steht und alles testet. Ich bin, glaube ich, seit 2 Stunden hier unterwegs und teste verschiedene Spots. Dann muss man auch sowas mal testen. Im Großen und Ganzen würde ich sagen, ist es okay. Ich freue mich jetzt gleich wieder auf die Nacht, denn die Frequenz der Quappen ist wirklich gut. Ich werde hier mit 1-0er Haken auf Quappe gehen, vielleicht sogar 2-0er Haken. Auf jeden Fall deutlich übertrieben, richtig dick und fett reingehen. Ich würde sagen, wir gucken mal eben rein, was die Brocken denn so gebracht haben. Bin ich echt gespannt bei den Quappen. Übrigens, ist dir was aufgefallen? Sieht das Video irgendwie anders aus? Wäre mal ganz interessant. Du als erfahrener Videoschauer, ich teste gerade ein anderes Programm zum Bearbeiten der Videos, beziehungsweise, ja doch, zum Bearbeiten. Und da wäre das schon interessant, ob man da einen Unterschied sieht. Ich vermute ja nicht, ich hoffe natürlich auch nicht. Aber vielleicht siehst du da irgendwie einen Unterschied. Oder es gibt irgendwie andere Übergänge oder sowas? Gibt es da was anderes? Sieht das anders aus? So, gucken wir mal kurz rein. Ja, siehst du mal hier. Ja, genau. Also, wir brauchen hier Quappen, gerne so in Richtung 5 Kilo. Dann macht das Spaß. Also, ich glaube, ich werde hier mit 2-0er Haken dran gehen. Richtig dick und fett. In Gänze jetzt in der Zeit 80 Silber ist noch nicht genug. Aber es ist ein Anfang. Also, weiter testen. Petri, ihr Lümmels. Wir sehen uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags immer um 19 Uhr. Petri.